Hallo ihr Lieben, was kann man heute machen, wenn man politisch bewegt ist, bewegt wird? Also wenn einen verschiedene Dinge, wie sie laufen, so sehr stören, dass man darüber nachdenkt, sich zu politisch engagieren. Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, die man tun kann in dem Fall. Das eine ist, man kann eine Kampagne, Bewegung, sogar eine Partei gründen und sich für dieses Thema einsetzen. Man wird dann folgenden Effekt erzielen damit. Man wird also Gleichgesinnte finden, bei manchen Themen und bei manchen Vorgehensweisen mehr, bei manchen weniger. Aber es wird immer eine gewisse Grenze haben der Inklusivität. Man wird an Grenzen stoßen, weil andere Menschen, die in anderen Situationen leben, an anderen Orten leben, die einem anderen Milieu angehören, andere politische Themen wichtiger sind, für die, wenn sie genügend verstört sind, ebenfalls Parteien gründen, Bewegungen gründen, Petitionen gründen, die dann miteinander konkurrieren und aufeinanderschlagen. Also die Integrationskraft ist immer begrenzt, es erfordert sehr viel Aufwand, um dann jedes einzelne Thema durchzubringen. Das ist die eine Sache, die man machen kann, das ist die klassische, das ist das, was wir bisher tun. Eine zweite Sache, die man machen könnte, wenn einen bestimmte Dinge sehr stören, ist, sich für was ganz anderes einzusetzen, nämlich eine Bewegung der Bewegungen zu gründen. Eine Metabewegung, die aber nicht eben, was weiß ich, was da bestimmte Parteien versucht haben, darin steht, sondern vielmehr in was ganz anderem, nämlich im Einsatz für das demokratische Losverfahren für geloste Bürgerräte. Warum ist das schlau, wenn einen bestimmte Dinge stören in der Politik, in der Gesellschaft? Demokratisch geloste Bürgerräte bedeuten, dass wir uns in die Lage versetzen, a, sehr viele Themen gleichzeitig zu bearbeiten und nicht in Konkurrenz zueinander. Ich meine, man kann zu jedem Thema einen gelosten Bürgerrat machen, man kann die sogar gleichzeitig stattfinden lassen. Das Zweite ist, dort kommen alle Menschen aus allen Milieus zusammen, weil eben das Losverfahren genau das sicherstellt. Das heißt, diese Integrationsgrenzen, mit denen man auf die man stößt mit politischen Kampagnen anderer Art, also mit Kampagnen, die sich nicht fürs demokratische Losverfahren einsetzen, sondern für irgendein Spezialthema, das völlig berechtigt sein kann in sich, stößt nicht an diese Grenzen, weil das Verfahren selber sicherstellt, dass eben alle Menschen aus der Gesellschaft zusammenkommen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen in ihrer Diversität vertreten sind und gemeinsam beraten. Das heißt, in jeder Hinsicht ist ein Einsatz für das demokratische Losverfahren jeder anderen politischen Bewegung heutzutage tatsächlich überlegen. Es ist gedanklich, strukturell, verfahrenstechnisch überlegen und zwar unendlich. Und auf eine gewisse Weise kann man sagen, wer heute noch eine Partei gründet, wer sich heute noch einer Bewegung anschließt, ist ein wirklich dummer, dummer, dummer Mensch. Ich sage das nicht gerne, weil ich Menschen grundsätzlich für schlau halte, aber das ist eine punktuelle Komplettverblödung. Es existiert bereits ein viel, viel besseres Verfahren, mit dem wir sehr, sehr viel mehr Erfolg haben, also unsere Themen deutlich besser durchbringen können, sie konsensuell durchbringen können und sozusagen gleichzeitig eine Integration der Gesellschaft statt einer weiteren Spaltung der Gesellschaft bewirken können. Weil ihr müsst euch klar sein, jedes Thema, für das ihr euch stark macht, für das ihr kämpft, sorgt dafür, dass die Spaltung, die wir sowieso schon in einer liberalen Gesellschaft haben, die dort völlig normal ist im Privaten, ins Politische hineintragen und dort nochmal reduplizieren und vertiefen. Also während Menschen halt gehören verschiedenen Lebenshintergründen an, haben verschiedene Dinge erlebt, haben eine andere berufliche Situation, eine andere familiäre Situation, leben an verschiedenen Ecken der Welt. Das ist eine Heterogenität in der Gesellschaft, das ist menschliche Verschiedenheit, die ist ganz normal und die ist, finde ich, auch sehr bejahenswert. Nur, wenn diese verschiedenen Menschen sich dann jeweils zusammenballen zu politischen Bewegungen und Parteien aufeinanderprallen, das ist halt hochunproduktiv. Ja? Das wird aufgelöst durch geloste Bürgerräte, weil die Leute kommen zusammen als Einzelne in ihrer Verschiedenheit und beraten dann aber gemeinsam. Jetzt könnte man denken, ja, aber da entsteht doch so ein Folgeproblem. Geloste Bürgerräte, der eine berät das, der eine berät das. Und dann, wie bringen wir das zusammen? Da gibt es eine ganz einfache Lösung, auf die kommt auch jetzt nicht ich als Erster gekommen. Darauf kommt im Grunde jeder, der sich damit etwas länger befasst. Also ich höre das seit Jahren zum Beispiel von einem Wolfgang Schäffler, der sich viel länger mit der Thematik befasst. Ich höre es von einem Marcin Gerwin. Also von allen Leuten, die sich etwas intensiver mit dem Format geloste Bürgerrat auseinandergesetzt haben, alle kommen zur gleichen Lösung. Die Lösung ist, du kannst zu den Ergebnissen, was einzelne geloste Bürgerräte beraten haben, einen weiteren gelosten Bürgerrat machen. Der beschäftigt sich dann mit der Integration der Ergebnisse dieser verschiedenen, was geloste Bürgerräte gemacht haben. Natürlich kann da einiges revidiert werden, das ist aber überhaupt nicht problematisch, das machen wir in unserer derzeitigen Politik auch, nur dort ist es den Leuten peinlich und sie versuchen, dass es nicht groß auffällt. Also wenn eine Partei zum Beispiel eine Zeit lang sich für Thema X oder Gesetzesänderung X sehr eingesetzt hat, aus verschiedenen kontingenten Gründen mittlerweile aber anderer Meinung ist, also das Gegenteil will oder eine Modifikation will,
ist es ihr immer peinlich, weil sie versucht, das dann unter den Tisch zu kehren, weil es könnte in einen Vertrauensverlust, wieso haben die denn ihre Meinung geändert, bestehen. Das hat sehr viel zu tun mit, was man im Englischen Accountability nennt, also personaler Zuschreibung von Verantwortlichkeit. Diese personale Zuschreibung von Verantwortlichkeit spielt in gelosten Bürgerräten keine Rolle und das ist nicht ein Fehler von gelosten Bürgerräten, sondern es macht sie so produktiv, dass Menschen dort ihre Meinung ändern können, ohne das Gesicht zu verlieren, weil sie nicht dort reinreiten für Thema X und dürfen dann auf gar keinen Fall, wenn neue Erkenntnisse da sind oder neue Aspekte berücksichtigt werden, ihre Meinung ändern, weil das ja ihre Glaubwürdigkeit beschädigt. Diesen gelosten Bürgern, die in gelosten Bürgerräten sitzen, haben keine Glaubwürdigkeit, weil es geht gar nicht um sie persönlich. Sie repräsentieren nur ihr Milieu, ihren Lebenshintergrund, aber nicht eine bestimmte Meinung. Sie repräsentieren sozusagen sich selbst als Mensch, können sich aber meinungstechnisch verändern. Das können wir nicht, wenn wir Kampagnen, Parteien und so weiter machen, weil wir haben uns ja einmal committed, wir finden X gut. Und wenn wir das also ändern, was wir gut finden, sind wir darin blockiert, wenn wir eine Bewegung oder eine Partei machen. Und deswegen sind geloste Bürgerräte in jeder Hinsicht allem anderen überlegen. Wenn ihr heute noch politische Veränderungen wollt, setzt euch bitte nicht für eure scheiß Einzelthemen ein. Ich weiß, diese scheiß Einzelthemen sind alle berechtigt. Ja? Ihr seid, liegt völlig richtig. Nur weil ich hier sage, scheiß Einzelthema, ist es kein scheiß Einzelthema. Es sind völlig berechtigte Themen. Nur der Einsatz für dieses Einzelthema und das Gründen einer Kampagne, Bewegung, Petition, Partei für dieses Thema ist so bescheuert, angesichts dessen, dass etwas so viel Besseres existiert, dass ich euch nur raten kann, bitte setzt euch nächstes Mal ein, geht auf die Straße, nicht für euer Einzelthema, geht auf die Straße, bitte, wenn ihr auf die Straße geht, für geloste Bürgerräte. Tragt ein gottverdammtes Themenplakat und sagt, wir fordern geloste Bürgerräte jetzt, wir wollen sie fest institutionalisiert haben, wir wollen das demokratische Losverfahren als zentralen Bestandteil unserer heutigen politischen Verfassung, weil es einfach uns alle entlastet, uns alle integriert und die Politik umstellt von einem Gegeneinander zu einem Miteinander, von Auseinandersetzung auf Zusammensetzung. Das ist prozessual, so wahnsinnig unendlich überlegen zu dem, was wir bisher machen, dass ich mittlerweile keine Geduld mehr habe mit Leuten, die noch Parteipolitik, noch Kampagnenpolitik, noch Bewegungen oder irgendwas machen wollen oder Petitionen starten. Dafür habe ich kein Verständnis mehr, ja, weil es was viel Besseres gibt und weil es einfach ignoriert wird, dass es was viel Besseres gibt. Ja, also wenn ihr jetzt nicht zum ersten Mal hört vom demokratischen Losverfahren und ihr seid aber immer noch der Meinung, es sei toll, Partei, dass es Parteien gibt und dann sind wir keine Freunde. Und ich glaube, dass wir weiterhin Parteien brauchen und Berufspolitiker, allein schon wegen der Exekutive, also Leute, die da bereit sind, einen größeren Teil ihres Lebens dem Staat, dem Staatsdienst, der Berufspolitik zur Verfügung zu stellen. Das wird wahrscheinlich die Funktion von Parteien danach sein. Es wird weiterhin politische Parteien geben, aber sie werden das sein, was sie in Teilen auch jetzt schon sind, eben nicht Momente des Willensbildungsprozesses. Der politische Willensbildungsprozess wird in gelosten Bürgerräten stattfinden, wo die Bürgerschaft sich einig wird, was wollen wir denn eigentlich alle gemeinsam, nicht als Einzelne, nicht als verschiedene Milieus, sondern wenn wir zusammenkommen. Was Parteien dann noch sein werden, sind Karrierenetzwerke für Leute, die sich berufspolitisch engagieren wollen, die also einen größeren Teil ihres Lebens dem Staat und nicht nur laienpolitisch mal ein paar Wochenenden zur Verfügung stellen wollen, immer wieder mal. So laufen ja Bürgerräte. Meistens finden sie am Wochenende statt. Wenn man das fest institutionalisiert, zu einem festen Bestandteil unseres demokratischen Institutionensettings macht, dann hat man immer mal wieder das in seinem Leben. Also alle paar Jahre ist man ein paar Wochenenden auf dem gelosten Bürgerrat als Laienpolitiker. Aber wenn man halt mehr Politik machen will, wenn man Berufspolitiker sein will, wird man sich wahrscheinlich mit anderen zusammenschließen, um sich in Position zu bringen, um sich zu positionieren in eben dem, was wir auch dann weiterhin haben werden, Wahlen. Ne? Und das wird das was sein, was Parteien dann sind. Karrierenetzwerke für Berufspolitiker, aber nicht mehr Momente der politischen Willensbildung, weil wir einfach ein überlegenes Instrument haben, ein überlegenes Verfahren, dass das Gleiche sehr, sehr viel besser, sehr viel einvernehmlicher, sehr viel auch progressiver im Sinne von, man kann sehr viel mehr Entscheidungen treffen und man kann auch sehr viel radikalere, einschneidendere Entscheidungen treffen, weil wenn die Bürgerschaft selber zum Beispiel beschließt, wir wollen das und das verbieten oder verteuern oder wir wollen das Geld eher so ausgeben oder so nicht so ausgeben, das können die Bürger als der Souverän sehr viel besser als jede irgendwie Koalition oder so. Ne? Da muss immer Rücksicht genommen werden. Sogar, das ist, verstehen viele nicht, eine solche Demokratie ist sehr viel handlungsfähiger selbst als eine Diktatur. Ja, das sehen wir an der attischen Demokratie, die im Kern eine solche Demokratie war. Die waren unglaublich entscheidungsfreudig, waren unglaublich reformfreudig, haben mutige Entscheidungen getroffen. Naja, das könnte einem zu denken geben, wenn man unsere verzagte heutigen Form, die wir irrtümlich, Entschuldigung, Demokratie nennen, wenn man das vergleicht. Wie kann denn das sein? Zwei Staatsformen, beide werden Demokratie genannt. Die eine ist unglaublich reform- und handlungsfähig, die andere ist total blockiert und kann viele Themen nicht mehr anpacken. Und wenn sie anpackt, kommen irgendwelche sehr verzagten, faulen Kompromisse raus.
Ja, da könnte man ja drüber nachdenken, was da den Unterschied wohl gemacht hat. Naja, die einen haben sich als Bürger zusammengesetzt in der Heterogenität, spätestens nach den kleisthenischen Reformen. Wir machen das nicht. Wir machen Kampagnen. Wir gründen Parteien. Die antike Demokratie hatte keine Parteien, aus dem, genau dem Grund, weil sie ein überlegenes Verfahren hatte. Ja, gut, also bevor ich noch mehr Leute anpisse, mache ich jetzt hier Schluss. Also wenn ihr bitte euch engagiert, engagiert euch für genau eine Sache, nämlich für geloste Bürgerräte. Das erübrigt sämtliches Engagement. Es ist eine Bewegung der Bewegungen. Es ist eine Bewegung 2.0. Es ist ein überlegenes Verfahren, das jeglichem Engagement für ein Einzelthema, dann Gründung einer Partei für Thema X und Thema Y überlegen ist, weil ihr nämlich dann alle Themen gleichzeitig bearbeitet kriegt und das auch noch produktiv, einvernehmlich, ohne dass es die Gesellschaft spaltet. Wie geil ist das denn? Wollt ihr wirklich noch Parteien gründen und Bewegungen gründen? Ernsthaft? Nachdem es das längst gibt und nachdem das längst so gut erprobt ist? Auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene, auf kommunaler Ebene, ja, in verschiedensten Ländern, zu verschiedensten Themen, zu hoch aufgeladenen Themen, super erprobt, ein Wahnsinnsverfahren. Aber wir wollen immer noch Kampagnen machen für was anderes. Also bitte, stellt euch bitte nicht blöder, als ihr seid. Ja, okay, danke. Ceterum censeo, Demokratia, esse sortienda.